Sehr geehrter Herr Staatssekretär Gschierer, sehr geehrter Herr Professor Fuest, sehr geehrte Frau Professorin Schanz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem gemeinsamen Symposium des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung und des Bayerischen Handwerkstages zum Thema sprudelnde Einnahmen, große Herausforderungen, Erwartungen an eine zukunftsfähige Steuer- und Finanzpolitik. Ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit gerade für den Mittelstand verdient. Vor allem vor dem Hintergrund der aus meiner Sicht ungenügenden Inhalte des Koalitionsvertrages zur Reform der Besteuerung. Das IFO-Institut und der Bayerische Handwerkstag haben schon in der Vergangenheit immer mal wieder gemeinsame Veranstaltungen zu aktuellen und auch besonders auch bezogen auf das Handwerk betreffende Fragen durchgeführt. Ich bedanke mich sehr herzlich, sehr geehrter Herr Professor Fuest, dass es auch Sie sich bereit erklärt haben, gemeinsam mit dem Handwerk ein drängendes wirtschaftspolitisches Thema zu diskutieren und uns Ihre Einschätzung aus dem Blickwinkel des Wirtschaftswissenschaftlers darzulegen. Ganz besonders und herzlich begrüße ich zur heutigen Veranstaltung den Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, Staatsminister für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Herrn Franz Josef Gschierer. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie immer für uns das Handwerk da sind, wenn wir Sie brauchen. Herzlichen Dank auch für Ihr Kommen. Und ebenso herzlich willkommen heiße ich Frau Professorin Deborah Schanz, Vorstand des Instituts für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Ludwig-Maximilians-Universität, die an der Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Frau Professorin Schanz, Sie sind bekannt dafür, dass Sie neben Ihrer anspruchsvollen wissenschaftlichen Forschung auch immer wieder den Kontakt zur Praxis suchen. Bei unserem heutigen Symposium sind Sie daher, denke ich, genau richtig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute teilnehmen. Mein herzliches Grüß Gott gilt ebenfalls allen Gästen im Saal. Ganz besonders freue ich mich, auch heute den ehemaligen bayerischen Staatsminister der Finanzen, Herrn Professor Kurt Faltelhauser, in unserer Mitte willkommen zu heißen. Vielen Dank für Ihr Kommen, sehr geehrter Herr Professor Faltelhauser. Ebenso freue ich mich, dass auch einige Abgeordnete aus unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße sehr herzlich aus dem Deutschen Bundestag den Herrn Erhard Grundl und Herrn Bernd Loos. Aus dem Bayerischen Landtag begrüße ich die Abgeordneten Alexander Muthmann, Thomas Mütze und Bernhard Roos. Besonders herzlich willkommen heiße ich auch den ehemaligen Landtagsabgeordneten und unseren Ehrenpräsidenten der Kammer München-Oberbayern, Heinz Traublinger. Mein besonderer Gruß gilt auch den Vertretern aus dem Münchner Stadtrat, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, Herrn Hans Podiuk und Herrn Jürgen Lohmüller. Sehr geehrte Damen und Herren, für Handwerksunternehmer sind Steuern ein Thema, das uns alltäglich begegnet. Und Hand aufs Herz, niemand zahlt gerne Steuern. Und zu allem Überfluss muss man nicht nur einen nennenswerten Teil dessen, was man erwirtschaftet hat, an das Finanzamt abführen. Die Komplexität des Steuersystems führt auch dazu, dass man sich jeden Tag mit erheblich Bürokratie herumschlagen muss.
Denn es gibt ja nicht nur die Einkommensteuer, sondern auch die Umsatzsteuer, die Energie- bzw. Stromsteuer, die Gewerbesteuer und verschiedene Verbrauchsteuern oder die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die natürlich bei Betriebsübergaben eine entscheidende Rolle spielen. Bei all diesen Steuern gibt es dann noch Ausnahmeregelungen, Freibeträge und Detailvorschriften, die häufig auch notwendig sind, um die Steuergerechtigkeit zu gewährleisten und individuelle Belange zu berücksichtigen. Auch das Handwerk vertritt hier natürlich seine Interessen und trägt sicherlich einen Teil zur Komplexität des Gesamtsystems bei. Aber letztendlich führt das zu einem hohen bürokratischen Aufwand, der gerade kleine und mittlere Unternehmen besonders belastet. Unverzichtbar ist, dass dieses komplexe Steuersystem immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Es sollte darauf abgeklopft werden, ob es den Zielen, die damit verfolgt werden, überhaupt noch gerecht wird. Schließlich besteht das Ziel der Besteuerung nicht nur im Erzielen von Einnahmen für den Staat. Der Staat verfolgt auch sozialpolitische Ziele. Gegen diesen sozialen Ausgleich ist nichts zu sagen. Die Steuergerechtigkeit erfordert aber, dass auch wirklich starke Schultern belastet werden und die Steuerlast nicht nur auf denjenigen hängen bleibt, die sich ihr nicht entziehen können. Und Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Hier möchte ich aber ergänzen, dann hat der Staat auch die Pflicht, besondere Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die nicht die Möglichkeiten und nicht die Ressourcen haben, internationale Steuerschlupflöcher zu nutzen oder komplizierte Steuervermeidungsstrategien zu entwickeln. Steuergerechtigkeit ist nicht damit vereinbar, dass man die Wehrlosen schröpft. Die Diskussion um die Panama Papers vor einigen Monaten und die Berichte über Steuervermeidung durch internationale Großkonzerne legen nahe, dass hier sicherlich einiges im Argen liegt. Darüber hinaus beeinflusst der Staat durch die Besteuerung auch die Nachfrage im Land. Durch Steuern zu steuern soll dazu dienen, gesellschaftliche Ziele durch die Besteuerung zu fördern. Insbesondere höhere Steuern und Abgaben, zum Beispiel auf den Energieverbrauch, sollen dazu beitragen, Energie sparsamer zu verwenden und damit dem Klimaschutz voranzubringen. Allerdings gibt es sowohl bei den Strom- und Energiesteuer als auch bei der EEG-Umlage, die ja streng genommen keine Steuer ist, großzügige Ausnahmen. Ausgerechnet für Großverbraucher, um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Die Belastung bleibt damit einmal mehr wieder beim Mittelstand hängen, der dadurch deutlich benachteiligt wird. Auch hier ist also eine Schieflage erkennbar, die auf dem Prüfstand muss. So muss man auch aus meiner Sicht darüber nachdenken, ob die Finanzierung der erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage unter Gerechtigkeits- und Wettbewerbsgesichtspunkten noch tragbar ist und ob eine Finanzierung aus dem Haushalt nicht doch geeigneter wäre. Damit wären wir schließlich bei den wirtschaftspolitischen Zielen der Besteuerung. Die Ausgestaltung des Steuersystems kann dazu beitragen, die Wachstumskräfte zu stärken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Der Staat steht beispielsweise vor der Herausforderung, einerseits ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen, andererseits aber die eigene Einkommensbasis nicht zu gefährden. Der internationale Steuerwettbewerb hat in den vergangenen Monaten wieder Fahrt aufgenommen. Donald Trump hat mit seiner Steuerreform den Standortwettbewerb angeheizt. Experten sehen darin die größte Steuerreform seit Reagan. Und auch Frankreich und Großbritannien planen, die Unternehmenssteuern zu senken oder anzupassen. Es gibt also viele Gründe, sich auch in Deutschland wieder intensiver mit der Steuerpolitik zu beschäftigen. Seit der Unternehmenssteuerreform von 2008 gab es in Deutschland keine nennenswerte Steuerreform mehr. Entlastungen wurden, wie auch in diesem Jahr, nur in homöopathischen Dosen gewährt. Die Folge ist, dass die Abgabenquote seit 2010 kontinuierlich angestiegen ist. Die Steuereinnahmen sprudeln. Die positiven Seiten dieser Entwicklung will ich gar nicht verschweigen. Es ist gelungen, die im Zuge der Finanzkrise über 80% angestiegene Schuldenstandsquote wieder deutlich in die Richtung des Maastricht-Referenzwertes von 60% zu senken. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass sich der Staat ein immer größeres Stück vom erwirtschafteten Kuchen nimmt. Es ist daher dringend Zeit, denken wir, für eine Steuerreform. Eine solche ist aber in der Vereinbarung der Großen Koalition für die kommende Legislaturperiode nicht vorgesehen. Es bleibt daher eher die große Chance ungenutzt, die günstige Entwicklung bei den Steuereinnahmen für zukunftsorientierte Reformen zu nutzen. Versäumt wird insbesondere die Gelegenheit, einen gerechten und in sich stimmigen Einkommensteuertarif zu gestalten. Von Handwerk sehen wir folgende Maßnahmen daher als überfällig an. Die kalte Progression bei der Einkommensteuer muss endlich dauerhaft entschärft werden. Die kalte Progression ist die Hauptsache dafür, dass der Staat ein immer größeres Stück der wirtschaftlichen Leistung für sich abzweigt. Da der steigenden Besteuerung keine gesteigerte Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, handelt es sich nach unserer Ansicht hier um eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Dem muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden durch eine regelmäßige Anpassung der Tarifeckwerte. Notwendig wäre auch, den sogenannten Mittelstandsbauch zu begradigen. Dieser führt zu einem starken Ansteigen der Grenzsteuersatzes im Bereich der Progressionszone 1. Hier wäre die Rückkehr zu einem linear progressiven Tarif wünschenswert. Der Solidaritätszuschlag sollte nach dem Auslaufen des Solidarpakts 2019 endlich und vollständig abgeschafft werden, da die zweckentsprechende Verwendung bereits aufgegeben wurde. Es wäre ein, denke ich, fatales Signal auch für die Glaubwürdigkeit des Staates und der Politik, wenn sich ein Zuschlag, der zur Bewältigung besonderer Herausforderungen eingeführt wurde, dauerhaft verfestigt würde. Dem Handwerk ist es außerdem ein besonderes Anliegen, dass die Investitionskraft von Personalunternehmen gestärkt und die Möglichkeit der Innenfinanzierung verbessert würde. Deshalb sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrages zu verbessern
und die Thesaurierungsrücklage praxisgerechter auszugestalten. Dies sind natürlich nicht die einzigen Positionen des Handwerks zur Steuerpolitik. Ich denke, in der Podiumsdiskussion wird sicherlich noch das eine oder andere zur Sprache kommen. Wir alle sind uns aber auch realistisch genug, es zu wissen, dass nicht alles, was wünschenswert ist, auch finanzierbar ist. Die heutige Veranstaltung soll aber aufzeigen, wie groß die Spielräume für Entlastungen sind und wo Experten aus Politik und Wissenschaft Ansatzpunkte für eine zukunftsorientierte Steuerreform sehen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Friedrich dem Großen, das jeder Politiker immer im Hinterkopf behalten sollte. Ich zitiere: Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates zu tragen, zu helfen, aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staat teilen muss. Ich freue mich nun auf eine lebhafte und interessante steuerpolitische Debatte und wünsche Ihnen allen einen informativen und interessanten Nachmittag.